Noch nie war ein iPhone so spiegelnd wie 2018 das iPhone XS. Und auch noch nie war ein iPhone im Vergleich zum Vorgänger so wenig revolutionär. Doch das iPhone XS ist mehr als ein kleiner Zwischensprung im Vergleich zum iPhone 10. Und mein Review zum iPhone XS, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Das iPhone XS wurde im September 2018 vorgestellt und ist somit nun schon mehr als 2 Jahre alt. Doch das bedeutet gerade im Anbetracht des Preises nicht, dass es schlecht ist. Man kann das iPhone XS mittlerweile gebraucht schon für unter 600 Euro kaufen. Das Design empfinde ich als sehr schön, auch wenn sich da innerhalb der letzten beiden Jahre echt einiges getan hat. Zudem ist der Lautsprechergrill auf der linken Seite leider unsymmetrisch. Aber ansonsten ist es genau das gleiche schöne Design aus dem iPhone X, das zwar eine etwas dicke Notch hat, aber eigentlich ganz zeitlos ist. Das kann man übrigens auch zu dem Prozessor sagen. Das ist im iPhone XS der Apple A12 Bionic. Dieser Prozessor ist zwar auch schon ganze 2 Jahre alt, aber bei alltäglichen Aufgaben bemerkt man davon eigentlich gar nichts. Nur bei grafisch sehr aufwendigen Spielen und auch bei dem Schneiden von 4K-Videos. Aber mal ganz ehrlich, es schneidet wohl niemand auf seinem Mobiltelefon ein 4K-Video mit iMovie. In einem AnTuTu-Benchmark erreicht das iPhone einen Score von 362.554. Doch wie sieht es mit dem Display aus? Das ist ja der große Vorteil dem zeitgleich erschienenen iPhone XR gegenüber. Das Display ist echt genial. Es löst mit 2436x1125 Pixeln bei 458 ppi auf und kann mit bis zu 625 Nits hell werden. Die 5,8 Zoll liegen angenehm in der Hand und sind für heutige Standards doch sehr klein. Aber wem das Gerät zu klein ist, kann ja auch zum iPhone XS Max wechseln, denn da hat man dann auch eine viel bessere Akkulaufzeit. Zudem ist das Display ein OLED-Panel. Das bedeutet, dass jedes einzelne Pixel in dem Display die Möglichkeit hat, sich auszuschalten. Und das hat 2 große Vorteile. Zum einen ist Schwarz so auch wirklich schwarz und nicht ein dunkles Grau. Und zum anderen verbessert sich die Akkulaufzeit auch ein wenig. Aber die Betonung liegt hier auch ganz klar auf ein wenig. Der Akku hat übrigens eine Kapazität von 3174 mAh, damit kommen die meisten mit 5 bis 6 Stunden Screen-On-Time bei weitem über einen Tag. Doch nicht alles ist Gold, was glänzt, so kommt nämlich zum Entsperren des iPhones Apples Gesichtserkennung Face ID zum Einsatz, was zwar eigentlich unglaublich gut funktioniert, in Zeiten von Masken allerdings ein großes Problem darstellt. Was mich besonders bei guten Lichtbedingungen aber sehr überzeugen konnte, ist die Kamera. Gerade in Sachen Video ist das iPhone XS den meisten anderen Android-Smartphones aus 2018 und 19 weit überlegen. Videos können in 4K mit 60 FPS und in 1080p mit 240 FPS aufgenommen werden. Die Bilder der Frontkamera sind ganz in Ordnung, stellen aber definitiv keine neuen Rekorde auf. Zudem gibt es noch eine 52mm Telezoom-Kamera, mit der man 2-mal so nah an Objekte herankommt. Auch Porträts können mit dem iPhone XS aufgenommen werden, dafür nutzt das iPhone bei guten Lichtbedingungen die Tele und bei schlechten Lichtbedingungen die Hauptkamera. Im iPhone XS sind Stereo-Lautsprecher verbaut, die extrem gut klingen, aber macht euch am besten mal selber einen Eindruck. Das Betriebssystem ist natürlich wie bei jedem iPhone iOS, stand Anfang 2021 in der 14. Generation. iOS 14 läuft sehr flüssig und ermöglicht einem nun auch endlich Funktionen wie Widgets auf dem Homescreen und eine App-Library. Aber auch sonst ist iOS einfach genial für all diejenigen, die im Apple-Ökosystem gefangen sind, denn AirDrop, Handoff und die Kompatibilität mit der Apple Watch, all das gibt es einfach nur auf dem iPhone. Das iPhone XS ist also für all diejenigen interessant, die ein iOS-Gerät für 400 bis 500 Euro suchen. Doch es hat einen großen Konkurrenten, das iPhone 11, das eigentlich in jedem Belangen außer das Display spürbar besser ist.
Doch es hat einen großen Nachteil und das ist die Pixeldichte, denn die ist mit 326 ppi sehr, sehr gering. Da ist das iPhone XS spürbar besser. Aber ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr über einen Like oder ein Abo freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon in einem meiner nächsten Videos wieder.